einen Affen gesehen habt und den retten wolltet? Nein? Mir persönlich ist es auch noch nie passiert. Aber, oh mein Gott, jetzt schon. So oder so ähnlich muss sich wohl Valentin fühlen. Das ist nämlich unser Protagonist von dem nächsten schrägen Comic, den ich euch präsentieren darf. Hier seht ihr einmal das Cover. Aber erstmal, hi, ich bin Lia Katrina und freue mich, dass ich euch hier auf dem Gratis Comic Dark Kanal begrüßen kann. Am 9. Mai findet dieser statt und wir haben einiges für euch vorbereitet. Ich präsentiere euch den letzten Comic in der Kategorie schräger Humor. Das ist Valentin. Valentin ist eigentlich ein Comic, der eher für Kids geeignet ist. Dieser wurde 1962, oh mein Gott, so alt ist er schon, das ist älter als meine Eltern. Ja, well, 1962 ist die erste Ausgabe von Valentin erschienen. Hier geht es um den Landstreicher, der das Dichten liebt. Er ist ein Freigeist. Blumen und Tiere sind seine große Liebe. Er wandert durch Frankreich und erlebt dabei einige Abenteuer. Am Gratis-Comic-Tag könnt ihr verfolgen, wie er es mit zwei Ganoven aufnimmt, die ziemlich dämlich sind. Oh mein Gott! Und was ein Affe dabei zu suchen hat, das müsst ihr auf jeden Fall selber lesen, denn beim Gratis-Comic-Tag könnt ihr da einmal reinschnuppern. Das Heft ist auch ganz schön dick. Es ist komplett in Farbe gezeichnet, wie ihr hier auch einmal sehen könnt, und eine zusammenhängende Geschichte, so wie eigentlich die ganzen Geschichten von Valentin. Ganz neu sind jetzt die zwei Gesamtausgaben, die jetzt veröffentlicht werden. Also wenn ihr beim Gratis-Comic-Tag da einmal einen Blick hineinwirft und dieser euch gefällt, dann könnt ihr direkt weiterlesen. Und das war's auch schon mit dieser Vorstellung und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich Gast sein durfte auf dem Kanal vom Gratis Comic Tag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euer Host für den schrägen Humor zu sein und würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Jahr auch wiedersehen. Denkt dran, am 9. Mai ist der Gratis Comic Tag und ja, ich weiß, momentan ist alles ein bisschen unsicher, aber was haltet ihr davon, wenn ihr die Social Media Kanäle vom Gratis Comic Tag verfolgt, damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns vielleicht auf meinem Kanal wieder, wo ich über Bücher und Manga rede und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag und sage Tschüss!